Das Fichtelgebirge, 160.000 Einwohner, 42 Kommunen. Würden die sich zu einer einzigen Stadt vereinen, wäre es die viertgrößte in Bayern nach München, Nürnberg und Augsburg. Diesen Plan verfolgt Matthias Popp. Er und seine Mitarbeiter wollen das Klein-Klein überwinden. Das Fichtelgebirge soll künftig mit einer machtvollen Stimme sprechen. Eine große Landstadt soll bedeuten, die Bürger wählen einen Bürgermeister für die große Landstadt und einen Fichtelgebirgsrat, der die übergeordneten Interessen dieser Region nach außen vertritt und genauso nach innen. Zu den Kommunalwahlen 2020 wollen Popp und seine überparteiliche Wählergruppe antreten. Bis dahin wollen sie Listen und Kandidaten aufstellen. Das ist eine Fichtelgebirgspartei. Und neben dem eher touristisch und wandermäßig ausgerichteten Fichtelgebirgsverein und dem Förderverein Fichtelgebirge, der jetzt ja auch schon diese Gemeinsamkeiten stärken will, wollen wir die politische Stimme des Fichtelgebirges werden. Der Unterschied zu den bisherigen bestehenden Verwaltungseinheiten Landrat, Kreistag und Ortsbürgermeister ist, dass ein Fichtelgebirgs-Oberbürgermeister Projekte anders angehen könne. Beispiel Ausbau der Infrastruktur. Neue Straßen- und Eisenbahnbauten könnten näher am tatsächlichen Bedarf und auch schneller verwirklicht werden. Auch mit den umstrittenen Stromautobahnen könnte der Oberbürgermeister einer großen Landstadt Fichtelgebirge anders umgehen als viele kleine Körperschaften. Markt Rettwitz hat zum Beispiel mal eine Hochschule beantragt, ist kläglich gescheitert, weil eine 15.000 oder 17.000 Einwohnerstadt in dem Konzert der Bewerber da keine Chance hat. 160.000 Bürger des Fichtelgebirges, die kann man nicht einfach so wegwischen, wenn die mit dem Freistaat über landespolitisch wichtige Dinge sprechen. Vor 5 Jahren wollte der Professor die Kösseine-Anlieger schon einmal zu einer Stadt vereinen mit dem gemeinsamen Rathaus auf dem zentralen Berggipfel. In der großen Landstadt behielten die Bürgermeister ihre Posten und vertreten ihre Orte im künftigen Fichtelgebirgsrat. Die Chancen zumindest für einen Achtungserfolg könnten gut stehen. Die Bürger, besonders im Fichtelgebirge, sind selbstbewusster geworden und viele altgediente Mandatsträger treten nächstes Jahr nicht mehr zur Kommunalwahl an. Popp und seine Mitstreiter sehen sich als Bürgerinitiative dafür, dass sich was rührt.